Hey Leute, willkommen zurück. Scanne den Sternenzerstörer nach einem Eingang. Bam. Let's play. Was ist der Status dieses Hangars? Star Wars. Sie würden uns abschießen, sobald wir an Bord gehen. Star Wars Battlefront 2. Genau. Die Erste Ordnung ist die größte Gefahr, die wir uns je gestellt haben. Wenn sie die Republik bereits zerstört hat, kommt der Widerstand als nächstes dran. Können wir helfen? Wir gehen an Bord von Husks Sternenzerstörer, stehlen jegliche Informationen, die der Widerstand gebrauchen kann, und verschwinden wieder. Logo, null Problem. Ein, bleib Information! Ich muss erstmal die Information wieder finden. Offizielle Landezone voraus. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Delta 6, Commander Hask hat ihre Einheit befohlen, auf Vardos zu bleiben. Bericht. Sind wir Delta 6? Was melden wir? Ich glaube, unsere Tarnung fliegt auf. Eröffnen wir das Feuer. Vielleicht können wir sie überraschen. Alarm! Feindliche Thais nehmen Kurs auf die Retribution. Abschießen! Sie wollen zu uns. Dio, finde einen Zugang. Ich werde kreativ, falls nötig. Das wird dauern. Dann holen wir die Thais eben runter. Damit kenne ich mich aus. Ja, Mann. Schießen wir alle Thai-Jäger ab. No problem, bro. Ja. Dio, scannt noch. Feuert weiter auf die Thais. Okay. Vertrau einfach mal auf Dio. Udo. Ja. Ich war lange weg. Ich weiß, Freunde. Ich war lange weg. Jetzt bin ich aber wieder da. Zumindest vorerst. Ich hatte halt leider keine Zeit. Okay, Dio hat was bei den Triebwerken. Fliegen wir zum Heck des Schiffes. Aber jetzt habe ich wieder einigermaßen Zeit. Ein Kühlkörper neben dem Triebwerk? Ha, wir zerstören ihn und haben einen Zugang. Mal kurz hier ausholen. Jo! Nein! Oh Gott. Ich hätte einfach direkt durchfliegen sollen. Ne? Easy peasy, rein da. Wir werden alle sterben. Wenn er sterben, lol. Was ist das? Der Hyperantrieb. Oh. Oh, sie springt gleich. Ja, sicher. Was soll ich da machen? Come on. Ah, warte mal, ich sitze hier voll schief. Ja. Hey, hallo, ich war gerade dabei, meinen Rücken zu richten. Wie soll ich denn da? Mann. Unfair von denen. Was ist das? Der Hyperantrieb. Oh, sie springt gleich. Ah. Müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben.
Dann ziehe ich mal alleine los. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffsloks, Daten oder Kommunikationszentrum, was immer wir zuerst finden. Was für Informationen sind? Sie müssen unterwegs sein. Schwärmt aus und findet im Moment die Eindringlinge. Alles, was dem Widerstand helfen könnte. Also die NASA hat das Mädel definitiv nicht von der Mutter. Wie es aussieht. Okay. Eine Waffenkammer. Wir besiegen die erste Ordnung mit ihren eigenen Waffen. Ausrüsten! Ich sehe hier keine Waffen. Ja, Ma'am. Ach, tut mir leid. Wow, ich habe die Waffe gewechselt. Habt ihr es gesehen? Mann, oh Mann. Krank. Jo, das nehme ich doch gerne mit. Wow, das sieht schwer aus. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, große Geschütze aufzufahren. Alter, sind die witzig. Einmal kurz einen Schluck trinken. Tja. Ich könnte jetzt erzählen, was ich gemacht habe. Ne? Hab ich. Für ein Praktikum beworben. Da kam noch keine Rückmeldung. Und morgen werde ich meine Einschreibungsunterlagen abschicken für die Uni, also Technische Hochschule, weil ich so ein krasser Typ bin. Ja, ja, komm. Komm doch. So viel dazu. Ja, und ich glaube, es wird ganz geil. Süß. Oh, was ist dies? Ja, da bin ich da dabei. Ah, das ist die normale Waffe. Nee, ich will aber die hier. Oh, ja, BBY. Nein, Moment, ich will die hier. Nö, 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 nö. Ah, okay. Euer Raido. Auf geht's. Hacken. Hacken. Wie kann ich jetzt meine Dinger enden, glaube ich, ne? Ja, richtig unnötig. Ich denke immer, das wäre was Cooles, was man sich gönnen kann. Aber es ist dann doch nie was Wichtiges.
Ja, mit so ein bisschen. Harten, schweren Geschütz. Schiff, ich glaube, wir haben es gefunden. Komm ich schon. Hoff mal, die Aufnahme hängt nicht oder sowas. Aber jetzt, was gerade so spannend ist, würde ich sagen, unterbreche ich die Aufnahme mal kurz. Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ich wieder zurück bin. Und ja, ciao, ciao, Babys.